Ahoi Landratten! Willkommen zurück zu Ghostbusters, der Videogame. Ich bin Dieter Landratten. Ich bin Dieter Talkt und das ist Ike. Und wir werden angefangen Dietschan. Ja. Versuch kein Hanseaten-Dialekt, wenn du ihn nicht kannst. Ich bin halt Norddeutscher. Nee, du bist ein Niedersachse. Ach, das gehört nicht. Das ist sowas wie ein Sachsen und Nieder. Ja, okay, der Parke-E-Meter-Anzeige soll ja immer sagen, dass gerade was los ist. Ja, und deinem Nachnamen zu urteilen, bist du sogar Tscheche. Na super. Na, das ist ja super, das ist ja schön. Tscheche sogar. Na gut, ebenfalls. Wir sind immer noch im Hotel Sedgwick und in den überfluteten Stadt. Wie heißt das? Stockwerk. Und suchen immer noch den Peppy. Wie hieß er nochmal? Peppy Sergessi. Oh, wie spricht man das aus? Warte mal. Der PKE-Meter fliegt aus. Also vorne die Anzeige. Also muss doch hier irgendwas zum Scannen sein. Irgendwo versteckt er sich. Gut. Fahrstuhl können wir nicht mehr benutzen. Warte mal, es zeigt doch hier was an. Was will es von uns? Wir haben ja nachgesehen, nicht wahr, Eike? Hier gibt es nichts sonst mehr. Wo waren wir noch nicht? Oh. Ja, dieser blöde Geist. Wie heißt das? Wie kann man das sagen? Besetzt nämlich andere Gegenstände, in diesem Fall Kronleuchter, die uns angreifen. Ne, das beruhigt doch. Ja. Und irgendwo hier muss wohl eine Art Portal aus Schwarzschleim sein, wo er durchgekommen ist. Und wir haben ein Relikt verpasst. Ein Relikt, ja, leider. Ob das wohl eine... Da wollte den schon jetzt nicht neu starten. Ja, ob das jetzt wohl eine Hommage an den Creepshow-Film ist, mit der, weil es eine, auch eine Holzkiste war, die versteckt ist hinter einer Wand. Ja. Ah. Aber wir müssen nach keinen Relikten mehr suchen. Ja, dann machen wir das dann offscreen. Oder privat in dem Fall. Okay, ich kann nicht über diesen Haufen, also muss ich wahrscheinlich andersrum, nicht wahr? Bestimmt. Ja. Aha. Was? Oh, alles gut. Das war aber gruselig. Am besten wäre natürlich... Ironie funktioniert im Internet nicht. Echt? Ach ja, da muss ich dann ein Smiley-Face hinpacken, ne? Mal ein Smiley an die Wand. Nein, das wird doch die Bewertung runter. Kosten von Wände macht es nicht. Ich sag doch nur, wenn man mutwillig alles kaputt macht. Zwischensequenz. Cool. In diesem Hotel ist ganz schön viel los. Ob das den Preis... So ist mal Smiley an die Wand. Ob das den Preis für die, what the fuck? Alter! Stirb hier! Du wirst von Schnecken gejagt. Nein, ich werde gejagt von Kronleuchterspinnen. Etwas. In den kleinen grüne Geister, Quatsch. In den kleine Geisterwölkchen drin sind. Bang! Bang! Glück kostet, werden wir verbrennen nichts. Und? So. Ist es nicht hübsch. So, noch ein Grübchen dazu. Noch was in die Mitte. Jetzt ist es meins. So. So. Gut, weiter im Text. Wir haben genug die Umgehung verschandelt. Die ist eh schon kaputt. Ich glaube, das wird den Preis der, wie heißt das? Ich glaube, das wird den Preis der Zimmer aber senken, nicht wahr, Eike? Okay, wir müssen wahrscheinlich auf die andere Seite rüber. Wo bist du? Wo bist du, Landratte? Oh, das war jetzt irgendwie eher britisch, oder, Eike? Was? Ach, verdammt. Ja, komm. Zack, zack. Wir müssen aufpassen, weil wenn wir hier... Er schmeißt mit Kerzen. Wir müssen nicht aufpassen, denn wenn die nicht zum Boden gehen, dann hilft uns keiner auf. Ja. So. Stirb, du Leuchtwerk, stirb! Obwohl, es kann ja gar nicht sterben, sind ja Geister. Hey, Eike, kennst du die alte, das alte Gebot der Videospiele? Na? Weiß doch, da wo Gegner sind, da muss man hin. Das ist doch allgemein bekannt.
So, wo waren wir noch nicht? Oh, Kiste. Lilane Kiste. Ja, verfluchtes Artefakt. Toaster aus rostfreiem Stahl. Cool, du hast ein neues Relikt gefunden. 1968, Madame D. 1969 wäre lustiger gewesen. Ein mächtiges Medium transferierte ihre nicht unerhebliche Prophezeiungsfähigkeit in das Objekt, das ihr am nächsten war, als sie ihren letzten Atemzug tat. Ein Toaster neben dem Stab. Ja, okay. Der Toaster der ungesehenen Aussichten kann alle Fragen beantworten, die er zur Zukunft gestellt bekommt. Oh, magischer Aussichtstoaster. Wie sieht's mit Dijons Let's Player-Karriere aus? Wird die jemals richtig hochschnellen? Ich jemals 1 Million Abonnenten bekommen und zu einem arroganten Startseiten-YouTuber werden? Das werde ich den schon. Ich klau dir deinen Kanal dann. Da musst du keine Sorgen machen. Nein. Wir wissen doch alle, dass der Drachenlord das eines Tages sein wird. Mhm. Und wenn alle YouTube verlassen haben, sitzt er auf dem Thron. Ich bin der beste YouTuber und keiner guckt YouTube. Ja, wenn alle YouTuber plötzlich anfangen würden, ihre Videos zu löschen und keine Videos mehr zu produzieren, dann ja. In ungefähr 15 Jahren. Dann ja. Ja, okay. Ist hier sonst noch irgendwas zum Scannen? Nö. Dann hat das Wiki aber gelogen. Eike, der Toaster war nicht dabei. Okay, für die PC-Version neues Select hinzugefügt. Kann sein. So. Suis Videos mit Facecam gefallen mir überhaupt nicht. Weil du nicht willst, wie er aussieht? Weißt du, wie er aussieht? Ja, hässlich mit Bart. Ich weiß, das klingt böse, aber sein Bart sieht nicht hübsch aus. Magst einen Sui nicht mit Bart? Nein. Irgendetwas ist doch hier zum Scannen, sonst würde es nicht sagen, PKE-Gerät Meter auswählen. Das macht er nur, um dich vorzuwarnen. Hier ist nichts. Okay. Die Zangen sind drin. Gut. Dann werden wir ja zurück. Weil ich glaube, er ist doch wieder in die andere Richtung gelaufen, oder? Ist hier irgendwas? Ich glaube, das kommt... Nee, das sagt dir das einfach immer. Das sagt dir das einfach immer. Das ist so eine automatische. Also hör auf, das immer anzumachen. Ah, wenn man also über die Stelle läuft, dann kommt automatisch immer diese PKE-Verwenden-Anzeige. Aber du siehst ja, ist nichts. Oh, ich hatte gerade einen leichten Ausschlag. Warte. Kommt da jetzt ein Geist? Immer höher. Ja. Es spielt eine eigene Streamerwarnung. Was ein Scheiß. Ach, da ist er ja. Und er zerstört dabei immer weiter die Wände, die Sau. Wird immer gruseliger. Korallen. Korallen sind sehr wichtig fürs Ökosystem. Mhm. Vor allem für dieses hier. Ja. Eigentlich witzig, dabei mochte er ja gar nicht zu fischen. Also müssen wir jetzt höchstens annehmen für den Menschen, der... Wie war er gestorben? Der gestorben ist. Weg ist das. Oh, wie praktisch. Die Wassertextur wurde gelöscht. Das ist Ektoplasma-Wasser. Mhm. Aber die Korallen bleiben. Na, da werden die Hausfrauen, da werden die Putzfrauen aber was zu tun haben, ne? Ja, Teppich trocken kriegen dauert lange. Und Korallen wegschrubben und so. So, ist hier sonst. Die sind aus Ektoplasma, die zerfallen ja, wenn der Geist weg ist. Sargassi-Sis. Spreche ich das richtig aus? Ah, das ist sein. Sargassis. Das ist sein Fischrestaurant. Ein Fischrestaurant im Hotel? Der muss aber Asche gehabt haben. Ja. Fang den Fischergeist. Strahler, los! Yay! Stirb! Falscher Strahler! Sicher? Ich verwechsel immer den Strahler. Was ist er denn? Kühlen. Ja. Ja. Guck, seine Energie geht zumindest schon runter. Und kühlen, nicht vergessen. Und kühlen. Es wird ein bisschen beliebig, nicht wahr? Dass jedes Mal, wenn ein Geist-Bosskampf kommt, dass immer diese. Es ist ein Fanservice-Spiel. Ja, weil. Jägler! Er angelt dich! Er hat was am Haken! Oh! Da sind sie! Gute Arbeit. Alles okay. Wer hast du denn erwartet? Das A-Team? Gut gemacht. Du bist vermutlich der Richtige für diesen Job. Ja, du hast einen bedeutenden Teil eines New Yorker 5-Sterne-Hotels in weniger als 3 Stunden zerstört. Deine Mutter und ich sind ja so stolz. Stimmt doch, Igen?
Egan ist meine Mutter? Er hat etwas. Wir sollten ihn verfolgen. Naja, dem Trailer nach zu urteilen bist du ja Egan. Es ist übrigens auch bekannt, wie der Typ heißt, den wir spielen. Ja, er ist nicht unbedingt. Wie heißt er denn? Irgendwas mit... Hast du nicht irgendwas mit Joe? Kann man auch nachschlagen. Vielleicht solltest du das auf Vorbereitung des Let's Plays machen. Ja, ja, in irgendeiner Missionsbeschreibung später steht der Name drin. So, ist hier noch irgendetwas? Warte mal. Es gibt keine Relikte hier. Warte mal. 6 Relikte. 5 hast du schon. 1 hast du verpasst. Aber es steigt. Warte. Da ist doch etwas. Er ist es. What the fuck ist das denn? Küchengolem. Nahkampf Berserkerwut. Schwäche Protonenstrahl. Golems können Objekten ihren Willen unterwerfen und sie so manipulieren, dass sie ein Teil ihrer eigenen physikalisch manifestierten Gestalt werden. Durch PK-Energie erhält der Golem die Fähigkeit, beschädigte oder zerstörte Teile seines Körpers wiederherzustellen. Warte mal, ist da unten steht da nicht noch mehr? Geht nicht weiter. Egal. Okay, jetzt kämpfen wir gegen Müll. Lebendig gewordenen... Warte mal. Müllgolem, weglaufen! Das ist ein... What the fuck, das ist ein Herd? Ah, wir kämpfen gegen manifestierte Wut, das macht ja besser. Alter! Lass mich in Ruhe! Alter! Der ist zur aber, Seite gehen. Der ist aber sauer. Zumindest kann er nicht herumfliegen. Vorsicht, er will auf dich zu! Hat Glück, dass dieses große runde Ding hier damit besteht. Was für ein Glück, nicht wahr? Erinnert mich so ein bisschen an die Demo von dem Spiel. Da konnte man auch gegen so einen Golem kämpfen, aber der bestand aus Büchern. Ne, passt. Wird wahrscheinlich auch noch kommen. Oh, jetzt ist er sauer. Ist auch gleich kaputt. Ja, da will ich auch sauer sein. Ich meine, er ist ein Haufen Gegenstände, die lebendig geworden sind. Das hat er schon von Leben. Da will ich auch sauer. Ah! Ist halt cool. Und schmettern! Warte, wo ist er denn? Wo ist es? Da! Da ist er! Die Falle! Jetzt schon die Geisterfalle! Ja! Oh, schön in die Mitte gelegt. Naja, fast. Wo bist du denn? Falscher Strahl! Strahl? Wo ist er denn? Falscher Strahl! So, der an ihm hängen bleibt. Da, schmettern! Bam! Ich bin jetzt geschmettert? Nicht so nah an die Falle! Komm schon. Nochmal aufladen, damit das schmettert. Komm weiter! Schon, ja! Rein mit ihm! Heute gibt's keinen Fisch! Rein! Ja! Gabeln wären abscheulich, aber wenn daraus ein großer, wütender Riese wird, nimm die Falle. Es noch weniger. Ja. Sehr viel weniger. Bevor es noch jemand anders tut. Tag, oder? Und jetzt gibt's einen Fischmeck. Hat jemand was von Setmo gehört? Leute, ich bin hier draußen und etwas anderes auch. Originalstimme. Setmo? Ah, nice. Schön, dass du da bist. Aber zuerst, wie war Aida? Naja, wir mussten mit diesem neuen Exemplar auskommen. Ich habe 4 Stunden gebraucht, um herzukommen. Der Verkehr staut sich derzeit etwas. Hey. Oh. Das Geräusch kenne ich doch. Oh nein. Was zum? Was siehst du da draußen? Es ist groß, sauber, weich und weiß. Oh nein! Der weiße Riese? Nein, unmöglich. Fast. Nicht jetzt. Warum überhaupt? LOL! Warum überhaupt? Er wurde doch zerblasen zu Matsche. Er ist doch Ektoplasma. Ja. Da war doch ein Geist drin. Das Einzige, was aus ihm geworden ist, ist ja diese Phantome von den Ghostbusters, aus den Real Geistern, Ghostbusters. Wegen der Uniform, weil die da besprenkelt worden. Aber dass er hier ist? Oh, Rendersequenz richtig hübsch.
Heutzutage könnte das ganze Spiel so scheiße aussehen. So scheiße? Diesmal war ich's nicht, ich schwör's. Diesmal war ich's nicht, ich schwör's. Wieder Referenz auf die Filme, das ist super. Natürlich Referenz, was soll's auch sonst? Tschüss, Actor 1! Ray, wolltest du heute nicht die Installation des Supersperrs verwenden? Der Supersperrer? Alter, das ist ja richtig brutal. Geh mal hin! Riskant und warte mal. Spannend an. Kann ich Dings machen? Ich bin dabei. Und raus aus dem Setschutz-Hotel. Tschüss, Hitchhack-Hotel, wir haben dich geliebt. Das war nie geplant, aber theoretisch könnte es gehen. Aber eine Mulun-Falle dieses Ausmaßes wurde nie benutzt oder gar ausprobiert. Wow. Und seit wann hält es Leute auf, die es nicht besser wissen? Ja, Mann, sind wir das Gesundheitsamt? Guck mal nach Winston. Winston, wo ist er? Nein, Winston angucken. Wo ist er denn? Da steht neben dir. Ah, hallo Winston. Ach, hallo Winston. Er hat wieder Schnurrbart. Echt, hat er? Ach so, ja, sieht man ein bisschen nicht, weil ich ohne die Helligkeit ein bisschen unterreden musste. Mir ist schon weniger größer und so weiter, aber wow. Verstehst du? Er ist ja schwarz und im Dunkeln sieht man ihn. Oh, das ist gemein. Ah, ja. Wer hat Angst vorm... Ja, ich weiß. Nein. Voll rassistisch, ey. Wur-Eike, ey. Shame dich. Nein, jedenfalls... Gut, jetzt ist der Marshmallowman wieder da und er ist ganz schön brutaler und aggressiver als in dem Film, wie man sehen kann. Das ist richtig gut. Nice. Schon richtig gut. Gehen wir hinter ihm her. Oh, da ist er. Er guckt uns an. Hallo. Schieß mal auf ihn. Hallo, hey, bist du süß. Oh, guck, schieß auf ihn. Guck, er freut sich. Bewegung. Schieß auf ihn. Ich mach das wie in dem Film, ich schieß ihn in den Schritt. Nein. Oh, der schmeißt auf dich irgendwelche Scheiße. Beiß-Mellos. Was ist das denn? Ein Beiß-Marshmallow. Moment. Manifestiert der Klasse 5. Oh, wow, das ist Klasse 5, nicht schlecht. Eine Marshmallow-Mann-Ausgeburt. Diese Klasse 5 enthält den sind bösartige Abkömmlinge des allseits beliebten Marshmallow-Mannes. Ist eine nicht so leckere Mischung aus Maissirup, Wasser, Gelatine, Tetrasodium, Pyrosophat und Bösartigkeit. Okay. Ich glaube, das ist krebserregend. Mhm. Übrigens, man kann übrigens das Original Stay Puft Marshmallow kaufen. Ja. Mhm. Ja. Ist aber leider A, sehr selten. Man findet es irgendwie fast gar nicht. Und zweitens auch sehr teuer. Ja. Ich glaube, so eine 200-Gramm-Packung kostet irgendwie 20 Euro oder so. Oder Dollar. So, ist aber auch sehr lecker. Mit sehr Stück. Ja. Und hält auch eine halbe Ewigkeit. Ja. Ja. Weil das Video, was ich davon mal gesehen habe, wo es einer getestet hat... Oh, der schmeißt mit Autos! Oh, Alter. So irgendwie 2009, da hat er irgendwie gesehen. Oder 2007, da war irgendwie 2016. Was ist das denn? Was zum... Landstreichergeister? Das ist der gleiche. Warte mal. Oh, sogar mit Eimer auf dem Kopf. Unbekannt. LOL. Alter, das wollte ich... musst du scannen. Ich weiß. Habe ich doch gerade gescannt. Ja. Moonfalle, ja. Ich glaube auf Ecto 1 ist eine Kanone drauf. Nein, das ist eine Gästerfalle. Eine Superfalle. Eine Moonfalle. Ah! Die Instant-Falle! Eine Superfalle, geil. Warum haben wir die nicht bekommen? Weil die groß ist und anscheinend Nuklearstrahlung war. Ach, das ist auch ein Landstreichergeist. Jetzt musst du ja so fragen. Aber du hast ja noch keine Information. Kleingeld? Scan die alle, weil du bekommst mehr Informationen, je mehr du sie gescannt hast. Ja. Du musst die einfangen. Winston! Warte. So, Winston, wo bist schnell, du? Schnell, Winston! Winston ist schon wieder aufgehoben. Wo dir? Da kommt schon! Kleingeld! Alter, aua! Fuck! Kacke! Kontrollpunkt neu laden. Okay, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Ghostbusters, das Videogame. Ja, und dann werden wir mal sehen, was der Marshmallow eigentlich vorhat, wo er hin will. Ja. Vielleicht will er sich mit der Freie Statue treffen. Wäre nice. Also dann. Bis nachher. Bis nächstes Mal. Tschüss.